Hallöchen, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Letzten Part haben wir ja ein paar Sachen noch erledigt und noch, ich habe Fortschritte gemacht. Und ja, jetzt probieren wir es halt einfach nochmal gegen den Kerl. Mit allem, was ich bis jetzt gelernt habe, probiere ich es halt einfach nochmal. So. Schön ruhig bleiben. Man kann von mir aus so viel springen und machen, wie er will. Aber das ist vollkommen okay. Musst du mich jetzt noch mal kurz heilen. Solange ich weiß, was er macht, kein Problem. Hälfte haben wir schon mal. Das Problem ist, ich hing an der Wand. Okay, und nichts, was sich nicht vermeiden lässt. Fühl ich ihn mal. Soweit, so gut. Oh, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass er gleich nochmal springt. Gebe ich zu. Aber gleich haben wir. Solange ich nur ein paar Kügelchen verbrauche, ist ja eigentlich alles okay. Ach, scheiße, ich depp. Jetzt wollte ich wieder zu viel. Jetzt lassen wir. Gut, vielleicht schaffe ich die zweite Phase ohne Schaden zu nehmen. Das wäre ja schon mal etwas. Was ich allerdings stark bezweifle. Okay, bei ihm trinke ich trotzdem einmal zumindest. Okay.
muss ihn dazu bringen, halt, dass er angreift. Das ist halt schwierig. Komm schon. 1, 2, 3. Ich war zu früh. Jetzt macht er bestimmt gleich wieder seinen komischen Strafe, oder? 1, 2. Dann traue ich nie, wann er seinen komischen Long-Range-Scheiß macht. Manchmal muss man und manchmal nicht. Ganz komisch bei dem. Ja, das ist es. Weil der erste nicht trifft, müsste ich eigentlich immer blocken. Ja. Okay, scheiße, jetzt habe ich schon wieder mehr verbraucht, als ich eigentlich wollte. Eigentlich immer. Ich muss es mir einfach merken. Immer abblocken. Ja. Immer abblocken, wenn er das macht. Ja. Ist eigentlich die beste Option. Immer abblocken. Was? Hä? Als ob. Naja gut, ich nehm's einfach mal so hin. Muss man echt aufpassen. Komm schon. Okay, zweite Phase. Ich verzähl jetzt bei der dritten. Zurück. Er springt runter. Nicht springt, einfach rennen. Wichtig ist, ich muss hinter ihm sein. Und sogar muss er auch der Schwertheilige sein. Jeder Treffer zählt, heißt es doch immer so schön. Ja.
Uff. So knapp. Man darf keine Angst haben, in den scheiß Sprung rein zu dashen. Das ist es halt. Ich hatte immer Angst, er erwischt mich, aber er erwischt einen halt wirklich nicht. Okay, erwischt einen ab und zu mal. Da war ich aber jetzt auch wirklich zu früh dran. Darf nur nicht zu weit dashen, weil sonst macht die Kamera irgendwie Faxen. Ja, das hätte ich jetzt eigentlich machen können. Wichtig ist die Distanz. Man muss immer auf Distanz bleiben. Hä? Okay. Wieso hat es am Anfang so gut geklappt und jetzt klappt es gar nicht mehr? Hä? Ich hab's so. Ach, Mann. Oh, ich darf nochmal auferstehen. Das hab ich nicht gedacht. Natürlich dann, wenn ich was trinke. Wie hab ich das denn die ganze Zeit gemacht? So. Hä, was? Zögern heißt verlieren. Ja, ich weiß. Die erste paar Mal hat so gut geklappt. Wieso hat es bei... Es ärgert mich jetzt. Wieso hat es dann nicht mehr geklappt? War die Konzentration weg? Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es funktioniert, aber... Geduld ist eine Tugend. So. Naja, aber wie heißt es so schön? Irgendwann fällt jeder Boss. Erstmal wieder. Sollten wir zurückerinnern. Okay, das ist jetzt die Phase. Ja, das ist mir immer noch recht, wenn er das macht. Umi Nijirase wa seru zo. Thank you.
Immer schön mit Geduld. So ist mir auch recht, wenn er das macht. Springt er jetzt gleich? Wie war das nochmal? Gut, gleich den nächsten Sprung, sehr schön. Und der letzte Sprung. Okay, ein Kügelchen habe ich verbraucht. Ein Kügelchen. Okay. So, zurück zu dir. 1, 2, 3. Zack, zack. Ich muss mir mal angewöhnen, einfach immer zu blocken. Ein Kügelchen schlucken. Eigentlich wieder. Ach, Scheiße, zu früh. Boah. Wenn du das Timing einmal verkackt hast, ne? Die Bestrafung ist einfach so pervers. Na komm mal ein bisschen weg von der Klippe. Ich will nicht an der Klippe kämpfen. Das ist okay, das kannst du machen. Eigentlich wieder. Ja, das dachte ich mir. Also er macht's immer im Wechsel.
Oh ja, klar. Ey, der hat eine Reichweite, der Kerl. Das nervt. So, jetzt macht er aber wieder seine normale Kombo. So, jetzt kommt wieder der Weite. Hey, ich konnte nichts machen. Ja, jetzt muss ich mich einmal heilen. Jetzt kommt auch wieder der Weite. Jetzt kommt die normale Dreier-Kombo. Eins, zwei, drei. Und jetzt wird's richtig kritisch. Jetzt muss ich das richtig gut hinkriegen. Ah, er schießt gleich zweimal. Mann, wieso kriegen das nicht mehr hin? Ja! Als ob. Krieg's nicht mehr hin, hinter ihn zu gelangen. Ja, ein Schlag ist besser als gar nichts. Okay, vielleicht ein bisschen seitlich einfach ausdrücken. Das ist auch gut. Wieso habe ich nicht geschlagen? Die Kamera mir manchmal einfach einen reinholt. Man muss so schräg rechts nach vorne zielen, dann kommt man auf jeden Fall vorbei. Geradeaus trifft er einen. Oh, Scheiße. Weiß nicht, wieso ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass er springt. Distanz. Wieso? Ich sehe nix. Oh, fuck you. Jetzt mich verarscht. Ich hab grad was getrunken und jetzt ist. Ach komm. Naja, ich glaube, der Run wird nichts. Ich kann es zwar probieren, aber. Ich komme nicht mehr. Konzentriere dich. Fall rechts. Ich muss rechts drunter durchtauchen. Das heißt immer in die Rechtsbewegung. Oh, scheiß Schlange. Fuck you, Stein! Jetzt sind wir mal ernsthaft. Ja, das ist doch nicht mehr.
Ich krieg das mit dem drunter durchtauchen nicht richtig hin. Das Problem ist halt, am Anfang geht's und dann auf einmal aber irgendwie nicht mehr. Ich könnte auch was anderes probieren. Vielleicht nicht ausweichen, sondern wenn er kommt, mit dem Schild einfach. Das Schild ziehen und dann eine bashen und abhauen. Könnte funktionieren. So, aber jetzt erstmal wieder zurück zur Konzentration, Phase 1 und 2. Und da auf keinen Fall Lebensenergie verlieren. Das wäre nicht gut. Nicht einen Biss. So nah an der Wand. Sich bis jetzt noch alles verkraften. Ach komm, ey. Ach ja klar. So. Ja, Phase 1 lief auch schon mal besser, aber ich merke, die Konzentration spindet ein bisschen. Okay, Phase 2. Oh, sehr gut. Dass er selbst danach noch den Scheiß macht.
Dreier-Kombo? Komm schon. Dreier-Kombo. Eins, zwei, drei. So. Und jetzt kommt wieder die Dreier-Kombo. Eins, zwei, drei. Und jetzt kommt wieder der lange. Das immer im Wechsel. Jetzt kommt der lange. Ich muss aufpassen. Kommt der lange auf jeden Fall. Jetzt weiß ich es nicht mehr. Jetzt kommt der lange. Ja, jetzt muss der lange kommen. Oder auch nicht. Jetzt kommt er. Oh, das ist gut. Erwischt. Auf jeden Fall der lange. Jetzt müsste eigentlich eine normale Dreier-Kombo kommen. Jetzt kommt da. Knapp. Yes. Okay. So weit, so gut. Vollstrichen. So, dürfte ich das jetzt bitte mal hinkriegen mit dem Scheiß? Achte jetzt mal genau darauf, was er macht. Yeah.
ihn am Stein! Dieser Stein ist mein Untergang. Ich schwöre. Komm zum Geil, ist er nicht gesprungen. Ich sehe ja nix! Die Kamera fickt mich jedes Mal. Sorry, das wollte ich jetzt nicht sagen, aber... Es ist doch so. Jedes Mal fickt mich die Kamera da von hinten. Aber ordentlich. So. Ich eh nochmal. Scheint aber auch zu funktionieren. Das verstehe ich halt manchmal nicht. Zwei verschiedene Sprünge, die er macht? Ich weiß es nicht. Manchmal klappt's, manchmal nicht. Ist immer unterschiedlich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe nicht, wo ich da den Unterschied raussehen kann. Mir kommt es fast so vor, als gäbe es zwei verschiedene Sprünge, die er macht. Einmal irgendwie nur so einen kurzen Hüpfer und manchmal halt wirklich einen weiten. Oder liegt es daran, wie weit ich weg von dem bin? Ich weiß es halt nicht. Einfach öfter mal das Schild verwenden. Aber ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich komme nach der Nachtschicht. Brauche ich mal jetzt auch ein paar Stunden Schlaf. Wäre nicht schlecht. Okay. Ich bin mal... Wir kommen aber wirklich Stück für Stück näher. Das, ich weiß, das sage ich zwar immer, aber es ist ja halt leider auch so. Die ersten zwei Phasen kriege ich gut in den Griff, aber die dritte Phase... Dritte Phase, das muss ich noch ein bisschen perfektionieren und üben. Aber das Problem ist halt, es nützt mir halt leider nichts, weil ich es halt einfach nur üben kann, wenn ich jedes Mal die ersten zwei Phasen durchmache. Aber okay. Gut, vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal. Ich bedanke mich trotzdem für eure Geduld, drückt mir die Daumen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.